Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von Joker911. Ich zeige euch hier heute die nächste Sniper Location und zwar von der Dragunov SWD. Das ist ein richtig geiles Snipergewehr, also jedenfalls mein Lieblingsgewehr, egal in welchem Spiel, bei The Division, Ghost jetzt hier und was gibt's noch, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau, ist jetzt auch nicht so wichtig. Die Dragunov findet ihr in Villa Verde, in der Villa Verde Basis. Ist im Südwesten der Provinz, nahe der Grenze zu Okoro. Und ich kann eigentlich sagen, die Waffe ist recht gut. Ist zwar nicht so gut wie die HTI oder MSR, weil die Durchdringung, der Schaden, Präzision, Reichweite sind nicht auf diesem Niveau dieser Waffen. Aber es ist jedem selbst überlassen, darüber zu urteilen. Hier seht ihr nochmal die genaue Location dieser Waffe. Und ja, ihr könnt von Wasser oder Luft oder Land aus dahin gelangen, am besten nachts natürlich. So, wir haben die Waffe erhalten, jetzt rüsten wir sie mal aus und gucken uns die mal an. So, dann packen wir mal die Dragunov auf. Wie ihr sehen könnt, sind die Statistiken nicht top, aber es geht eigentlich aus nächster und mittlerer Distanz geht das eigentlich. Kann man die Gegner gut ausschalten und man kann mehrere ausschalten direkt. Mit einem Schuss sind die Gegner auf jeden Fall tot, auch ein gepanzerter da. Also ich kann die Waffe nur empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hat es euch gefallen, lasst ein Like da. Wollt ihr mehr sehen, lasst ein Abo da. Und falls ihr Kritik daran habt oder Verbesserungen, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.